nennen wir die große Monster-Deckel-Tonnen-Show. Weil man natürlich Tonnen dafür benutzt, das seht ihr schon, man sieht die richtige Tonnen drauf. Dann sind natürlich auch Musiker. Und das kann jetzt vielleicht ein bisschen laut werden. Also wer gehörempfindlich ist, vielleicht erstmal die Ohren zuhalten und dann wieder aufmachen. Wir haben, wie gesagt, in der Arbeit die Noten. Wir müssen versuchen, aber die Sachen zu merken. Und dann hat die Figur, die wir jetzt machen, die haben auch Namen. Also zum Beispiel kommt eine Figur vor, die nennt sich Hampelmann. Ja, oder eine Figur, die heißt Maske. Oder eine Figur, die heißt Hoch das Bein. Und ihr könnt ja mal versuchen, rauszukriegen, ob ihr findet, was da nun meint ist.